schwarz, flach, stark. Wer unter den Traumwagen in der VLN-Langstreckenmeisterschaft auffallen will, muss schon das Besondere bieten und trotzdem aufpassen, dass alles gut geht. Motorsport auf der Nordschleife geht aber auch eine Nummer kleiner, vorausgesetzt, man geht so engagiert zu Werke wie ein Team, in dessen Land es gar keine Rennstrecken gibt. Zurück auf die Rennstrecke kommt aber auch ein Topstar und der will nach langer Verletzungspause gleich wieder nach dem Sieg greifen. Über 160 Fahrzeuge sind am Start beim 7. Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft hier am Nürburgring. Bestes Wetter, beste äußere Bedingungen. Es ist angerichtet zum wichtigsten Lauf des Jahres, denn es geht über 6 Stunden beim ADAC Ruhrpokal. Der schwarze Ford GT vom Team H&R Motorsport mit Jürgen Alsen ist einer der Publikumslieblinge hier bei der VLN. Mega flach ist dieser GT3-Flitzer, doch dummerweise ist das Auto im Zeittraining, im Qualifying zum 7. Lauf der VLN abgeflogen im Abschnitt Brünnchen. Das Auto ist in der Kürze der Zeit, jetzt eine knappe Stunde vorm Rennstart, nicht mehr hinzubekommen. Leider wird die sympathische Mannschaft nicht teilnehmen können. Wir stellen sie Ihnen aber trotzdem mal vor. Jürgen Alsen und Arthur Deutgen lassen sich auf das Projekt Brautauto gerne ein. Wäre er ein Cabrio, dürfte das Paar sicherlich eine Jungfernfahrt über die Nordschleife machen. So wird nur ein Erinnerungsfoto draus. Das ist ein ganz tolles Auto, was ich vielleicht in den Jahren vorher überhaupt nicht beachtet habe. Vielleicht wie so viele andere Fahrzeuge auch, weil man einfach fokussiert war auf Porsche. Was auch gar nicht falsch war. Aber jetzt hat sich halt die Chance ergeben, mit so einem tollen Fahrzeug zu fahren hier. Im Moment ist das das Fahrzeug, was mir hier auf dieser Strecke am meisten Spaß macht. Vor ein paar Jahren war es sogar der Über-Porsche, den er sich mit Bruder Uwe geteilt hat. Das Turbinchen, wie das Auto liebevoll genannt wurde, war, wie der Ford GT heute, ein absoluter Hingucker und Liebling der Fans. 3 erfolgreiche Jahre bescherte das Turbinchen den Jungs. 2006 hatte es sich dann aber ausgesummt. Es musste eine neue Herausforderung her. Wichtigstes Kriterium dabei, der Spaßfaktor. Die Jungs von damals, heute Altmeister. Uwe Alsen erkundigt sich bei Arthur Deutgen über den Stand der Dinge. Der Ford reizt eben nicht nur die Zuschauer jedes Mal aufs Neue. Erstmal haben wir natürlich Mittelmotor, das Fahrzeug ist extrem flach, hat 5 Liter Hubraum, 8 Zylinder. Das ist eigentlich ganz was anderes und das ist auch vielleicht irgendwo die Herausforderung. Die Entwicklungen halten an und werden über die Saison sicherlich hinausgehen. Der Wagen hat noch Luft nach oben, gleiches gilt auch für die Fahrer. Ich habe also noch nie eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, Mensch, das war jetzt zu schnell oder wir sind am, also ich bin noch lange nicht am Grenzbereich und da muss ich mich langsam rantasten und da sind wir aber auf einem guten Weg. Damit ein Team funktionieren kann, muss die Chemie stimmen. Alle müssen an einem Strang ziehen und mit Herzblut dabei sein. Wir kennen uns viele, viele Jahre. Aus den 80er Jahren angefangen. Sein Vater, ich bin gegen seinen Vater noch gefahren. Jürgen ist ein ehrlicher Partner, sage ich mal, also wo man wirklich super mit auskommt. Und wir sind, wie soll ich das sagen, wir sind da auf einer Wellenlänge, was das Auto anbelangt. Wir haben fast die gleiche Denkweise und daher klappt das eigentlich ganz gut. Also da gab es bisher noch nie irgendwelche Differenzen oder Schwierigkeiten, dass wir uns da nicht einig waren. Als Privatteam ohne Werksunterstützung muss viel investiert werden. Es braucht Geduld, Know-how und natürlich ein eingespieltes Team. Es ist wirklich eine Aufgabe für alle und da müssen alle 100% am Ort sein. Sonst können wir es gar nicht realisieren. Und wir haben auch ein paar gute Partner und Freunde und Unterstützer, weil sonst wäre das nicht durchzuziehen. Er zieht es durch, auch wenn die bisherige Bilanz eher durchwachsen ausfällt. Im Training und Qualifying haben sich Jürgen Alsen und Arthur Deutgen erneut gesteigert. Sie verstehen das Auto immer besser. Die Hoffnungen vor dem 6-Stunden-Rennen, dem Saisonhighlight der VLN-Saison, sind deshalb groß. Eine Top-10-Platzierung soll rausspringen. Es ist trocken, die Sonne scheint. Über 160 Fahrzeuge sind gemeldet. Zahlreiche Zuschauer haben den Weg an den Ring gefunden. Und sie sehen den Rowe SLS AMG Mercedes mit Thomas Jäger, Jan Seifert und Alexander Roloff auf der Pole. Nur 1,5 Zehntel dahinter der Reda Motorsport R8 mit Frank Bieler am Steuer. Aber wo ist der Ford GT mit Alsen und Deutgen? Christian Glück hat es schon gesagt, die GT-Fans suchen den schwarzen Boliden umsonst. Er ist nicht dabei. Christian Engelhardt, der als dritter Fahrer im Team ist, hat den PS-Bullen im Qualifying bei hoher Geschwindigkeit aus der Kontrolle verloren und ist in die Streckenbegrenzung geknallt.
Der Schaden ist heftig, eine Rennteilnahme unmöglich, ein Desaster. Ja, war sehr viel Verkehr draußen auf der Strecke und habe außen einen BMW überholt, bin über den Körper und mit einem Rad ein bisschen durch den Dreck und dann in die Kurve reingerutscht und leider dann in die Leitplanke gerutscht. Der Wagen ist vorne links und hinten links stark eingeschlagen und sämtliche Aufhängungsteile vom Dämpfer, Ober-, unterer Lenker, die ganzen Breckes, Unterboden, Achswelle, Getriebeflanschen, das ist alles zerstört. Der Christian steht da auch ein bisschen unter Druck, gar keine Frage. Aber es sollte nicht sein. Aber trotzdem, Schuldzuweisung gibt es bei uns nicht. Wir sind ein Team, also es ist passiert und nächstes Mal geht's weiter. Zunächst heißt es aber für die Mechaniker von Jürgen Ahlsen, das ist eine Menge Arbeit. 3 Wochen haben sie Zeit, um den Ford GT, den sie liebevoll Transit getauft haben, wieder aufzubauen. Das ist der Start der Gruppe 1. Pole-Setter Jan Seifert hält die Führung im Rowe SLS. Romain Dumas geht im Nadelstreifen-Porsche von Mantai schon auf der Startzielgeraden an Frank Bieler im Räder R8 vorbei an Position 2. Christopher Hase im zweiten Phoenix Racing R8 Ultra hinter Frank Bieler. Dann Frank Stippler im ersten Phoenix R8 Ultra, zuletzt Sieger bei den 24 Stunden in Spa. Claudia Hürtgen im Schubert BMW Z4, Roland Rehfeld im zweiten Rowe SLS Flügeltürer, Sebastian Asch im Falken Porsche, eingesetzt vom Team Schnabel, Kai Riemer mit der Startnummer 24 im Dörr-McLaren und der Leipziger greift auf dem Weg zur NGK-Schikane Christopher Brück im Fricadelli Porsche an. 4 Runden hat Riemer beim Lauf zuvor zu Beginn geführt, eine fantastische Startphase hingelegt. Kollege Henry Moser aus der Schweiz ist dann nach Übernahme des Fahrzeuges von einem Kontrahenten hinten links am Fahrzeug getroffen worden und fiel aus mit einem Aufhängungsbruch. Die Spitzengruppe im 7. Lauf der beliebtesten deutschen Rennsportserie geht auf die Nürburgring-Nordschleife. Das ist die schönste, die herausforderndste Rennstrecke der Welt. Es ist eine 6-Stunden-Hatz im Sprinttempo. Eine ungeheure Herausforderung für Mensch und vor allem für das Material. Ausfälle sind vorprogrammiert, nur die Besten halten dieser Belastung stand und dazu gehört ein gutes Quäntchen Glück. Von Beginn an wird Gas gegeben, was die Motoren hergeben, um jede Sekunde gefightet, als ob es bereits das Finale wäre. Gleich auf Sport 1, 2 Alpenländer beim Rennsport im deutschen Mittelgebirge und Windschattenduelle im Kampf um den Tagessieg. Zurück zum 6-Stunden-Rennen der VLN-Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring-Nordschleife. Die Spitzengruppe hier im Bereich Karussell. In Führung mit in der ersten Runde Jan Seifert im Rowe SLS, vor Romain Dumas im Mantai Porsche und Frank Bieler im Räder Motorsport R8. Das ist der Start der Gruppe 3. Der Mercedes 190 Evo von Ralf und Andreas Schall auf der Innenlinie geht in der Gruppe H3 sofort in Führung. Ein gewohntes Bild hier am Ring. Dahinter folgt eine ganze Reihe von Serienfahrzeugen aus den verschiedensten Klassen, deren 27 es diesmal gibt. Und schließlich, ziemlich weit hinten, ein Citroën Saxo VTS aus der Riege der Klasse für die kleinsten Gruppe H-Fahrzeuge. Es ist der Citroën Saxo von Laro Motorsport mit der Startnummer 653. Gesteuert wird er von Max Langenecker, 53 Jahre alt, aus Zizivil in der Schweiz. Sein Saxo hat einen Motor, der 170 PS leistet, ein 5-Gang-H-Schaltgetriebe, 16 Zoll Räder, eine große Bremsanlage, einen 80-Liter-Tank. Das Fahrzeuggewicht beträgt rund 840 Kilo. Langenegger hat 1979 mit Bergrennen angefangen, seit 2000 startet er regelmäßig auf der Nordschleife. Normalerweise fährt er alleine beim 6-Stunden-Rennen mit dem 27-jährigen Patrick Hügli. Ein sympathisches Gespann. Beide folgen dem Ruf der Nordschleife zum wiederholten Mal. Aus der Schweiz wohlgemerkt. Dieser Rennstrecke scheinen selbst diese verschlossenen, korrekten und ordentlichen Schweizer nicht widerstehen zu können. In der Schweiz gibt es erstens keine Rundstreckenrennen und in der Schweizer Meisterschaft gibt es auch keine Rundstreckenrennen mehr. Und hier, das ist die geilste Strecke der Welt. Ich fahre sonst noch Rallyes und das ist fast wie bei einer Rallye. Es ist jede Runde, sind fast andere Verhältnisse. Man weiß nie, was einem hinter der nächsten Kurve erwartet. Man muss hinten schauen, man muss vorne schauen.
Faszination. Steuerparadies hin oder her, auch in der Schweiz muss gespart werden. Und das geht am besten mit einem Citroën Saxo VTS im Gepäck. Ein irgendwie putziges Auto. Aus Kostengründen und ich habe zu Hause noch ein C2 und 206 Peugeot Gruppe N. Und dann hatten wir da günstig kaufen können und da haben wir gesagt, da machen wir das mal. Der Wagen? Nicht gerade ein Bolide. Aber der kleine Franzose, der früher ein echter Rallye-Champion war, strahlte so eine Ruhe aus. Wir arbeiten jetzt mit 5 Helfer, einen für Zeitnahme, ein Teamchef und 3 Schrauben. Und da habe ich 2 Equipen, eine welsche, die jetzt dabei ist, und dann habe ich noch eine Deutschschweizer Equipe. Die Teamgröße ist also überschaubar, ebenso das Equipment des Laro-Teams. So etwas nennt man Effizienz oder aus dem Koffer leben. Das Nötigste vom Nötigsten eben. Nicht mehr und nicht weniger. Die Vorbereitungen auf ein VLN-Rennen ganz nach dem Motto: Zuverlässigkeit ist alles. Wenn wir am anderen Rennen, anderen Wochenende wieder kommen, da machen wir schnell einen Check und neue Bremse rein, neue Pneus rauf und da kann man wieder fahren. Die letzten Handgriffe müssen sitzen, dann wird nochmal kontrolliert. Irgendwann ist Schluss mit langsam und ruhig. Auf der Strecke geht's nämlich ab. Wenn Sie einzeln kommen, das geht noch. Aber wenn Sie da in 5, 6 Stück nacheinander kommen, dann heißt es einfach mehr nach hinten schauen als nach vorne. Na gut, es geht also so halb ab. Viel wichtiger ist aber doch eh, dass man sich im Team versteht. Ich habe mich mit Max noch nicht abgesprochen, aber ich denke, wir verstehen uns fast blind. Das wird schon gut kommen. Auch die Kleinen sind auf der Nürburgring-Nordschleife in der VLN immer wieder ganz große. Mit wesentlich mehr Power als mit dem Sachs unter dem Hintern ist Christopher Hase im Phoenix Racing R8 Ultra unterwegs. Auf der Döttinger Höhe überholt er Markengefährte Frank Bieler, der einen R8 LMS steuert. Geht damit vor auf Rang 3. Der Rowe SLS mit Jan Seifert weiterhin souverän an der Spitze. Seinen ersten Laufsieg in der VLN hat der 26-Jährige aus Querfurt-Leimbach im 5. Rennen des Jahres gefeiert. Er war schon einmal Dritter beim 24-Stunden-Rennen in Dubai, hat einen Lauf im Porsche Carrera Cup in Zandvoort gewonnen und ist Kaufmann für Marketingkommunikation und Automobilkauf. Seit 1999 ist er im Motorsport aktiv, verdingt sich auch als Instruktor. Hinter ihm der Moskowskaja Nadelstreifen Porsche, dann Christopher Hase und Frank Bieler sowie Frank Stippler, der Anschluss an die Spitzenpositionen hat. Max Langenegger kämpft seinen Kampf, auch wenn er immer wieder einmal nachgeben muss. Der 53-Jährige will die ersten 2 Stunden fahren. Patrick Hügli, der in Langeneggers Werkstatt eine 2. Lehre als Mechaniker extra abgelegt hat, weil er im Motorsport dabei sein wollte, wird den mittleren Turn fahren. Langenegger am Ende nochmal 2 Stunden im Auto sitzen, so der Plan. Hier wird er von einem Gruppe H BMW überholt. Frank Stippler, Sieger bei den 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr am Nürburgring und zuletzt in Spa-Francorchamps, kommt mit seinem Phoenix R8 Ultra bereits nach 3 Runden an die Box. Ungeplant früh. Wie schon im Qualifying arbeitet die Kupplung nicht so, wie sie soll. Die Gänge lassen sich nicht richtig schalten. Ja, im Rennen sind sofort von Anfang an ein paar Probleme aufgetaucht. Die mussten wir dann in der 4. Runde beheben und alles in allem haben wir eine Runde verloren. Das ist natürlich etwas müßig, dann bei einem 6-Stunden-Rennen in der ersten halben Stunde schon eine Runde zurück zu sein. Aber jetzt versuchen wir den Fans das Auto noch ein bisschen zu zeigen und ja, ein Sieg wird es heute nicht mehr. Stammzeit ist verlorene Zeit. Stippler und seine Mitfahrer René Rast und Marc Bazin fallen zwischenzeitlich bis auf Rang 127 zurück, starten eine fulminante Aufholjagd. Betretene Minen bei der Duftentruppe von Laro Motorsport in der Boxengasse. Das frühe Aus für den Citroën Saxo VTS bereits nach 5 Runden. Entsprechend ist die Stimmung beim Team. Pech vor allem für Patrick Hügli. Er kommt gar nicht erst zum Fahren, denn der Saxo hängt am Haken, anstatt dass er um den Ring fliegt. Ein ungewöhnliches Bild. Normalerweise läuft er präzise wie das viel zitierte Schweizer Uhrwerk. Ja, der Start war eigentlich gut. Ich war an zweiter Stelle, konnte mich an die Spitze setzen, konnte dann ab der dritten Runde das Tempo nicht mehr ganz halten, fiel ein bisschen zurück, auch durch das Überrunden.
Und plötzlich war im kleinen Karussell vorn beim Galgenkopf, als ich den dritten reinschob, hat es so komische Geräusche gemacht und die Leistung war weg. Und da habe ich gesagt, ja, es bringt es nicht mehr, Getriebeschaden. That's Racing, das muss man nehmen, wie es kommt. Wenn nur etwas Mechanisches ist, ist nicht so ein Problem. Da kann man relativ günstig reparieren. Ein ungewohnt kurzer Auftritt für den Schweizer Langenegger, aber den bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ja, ist sicher schon nicht so gut bei einem 6-Stunden-Rennen, aber ist besser als nichts. Auch nicht wirklich richtig rund läuft es für Kai Riemer im Dörr McLaren. Wir sind hier zu Gast an Bord des BMW Z4 von Schubert Motorsport, sehen Claudia Hürtgen bei der Arbeit und da ist Kai Riemer. Er überholt Hürtgen auf der Innenbahn, scheint davonziehen zu können, aber Hürtgen bleibt dran. Die folgende Rechtskurve, es geht rein in den Haukaken, in die Mercedes Arena und ausgangs dieser Kurve dann doch die Kollision. Der Dörr McLaren dreht sich ab, Kai Riemer alles andere als amused. Ich bin nicht ganz so gut weggekommen am Start. Wir waren ziemlich viel eng aufeinander. Hab mich dann gut sortiert und bin dann in der Runde 6 mit der Claudia Hürtgen kollidiert. War recht unglücklich, so will ich es mal bezeichnen. Und ich konnte weiterfahren, musste mich aber von dem Dreher erst wieder zurückdrehen und habe dann ungefähr eine Minute verloren. Das ist okay, aber bei dem engen Feld, was wir gerade fahren hier, ist das fast schon zu viel. Gleich auf Sport 1. Pech als ständiger Begleiter, nicht nur bei Dörr Motorsport. Und das Comeback eines Nordschleifen-Cracks nach langer Verletzungspause. Das Ende der 6. Runde beim 6-Stunden-Rennen der VLN Langstreckenmeisterschaft. Ein weiterer Rückschlag für den Dörr Motorsport McLaren. Nachdem Kai Riemer von Claudia Hürtgen in einen Dreher gejagt worden ist, stellt sich als Folge ein Reifenschaden ein. Riemer muss früher als geplant in die Box. Wieder geht wertvolle Zeit verloren. Es läuft alles anders als geplant. Pech auch für Romain Dumas im Moskowskaja Porsche im Nadelstreifendesign. Auch er hat sich einen Reifenschaden eingefangen, verliert dadurch Position 2. Der rechte Vorderreifen hatte auch nur noch ganz wenig Luft drin. Wir vermuten mal, dass Trümmerteile auf der Strecke dazu geführt haben, zu dem Reifenschaden. Wir haben ja auch im Fernsehen sehen können, dass mehrere andere Reifenschäden noch aufgetreten sind. Kann an und für sich kein Zufall sein. Also ich denke mal, wurde was aufgesammelt. Es folgt das Comeback von Timo Bernhardt, mehrfacher Sieger des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring, der im März in Sebring in den USA bei Testfahrten einen fürchterlichen Unfall hatte und seitdem kein Rennen mehr gefahren ist. 5 Monate Rehabilitation liegen hinter ihm. Das erste Gefühl war, als ob ich nie weg gewesen wäre, weil ich bin aus der Boxengasse raus, jetzt beim ersten im Rennen und war direkt, ja klar, voll fokussiert und dann direkt wieder, sind mir die gleichen Sachen aufgefallen oder man regt sich über die gleichen Sachen auf wie davor, wenn jemand im Weg steht und so. Also da merkt man natürlich für sich selber, dass man wieder zurück ist und als ob nie was passiert wäre. Die Reihenfolge an der Spitze zu diesem Zeitpunkt. Christopher Hase im Phoenix Racing R8 Ultra führt. Dahinter der 5-malige Sieger der 24 Stunden von Le Mans, Frank Bieler im Reda Motorsport R8. Auf Rang 3 Jan Seifert im Polfahrzeug von Rover Racing, zu erkennen mit den blauen Außenspiegeln. Dahinter der Teamkollege von Rover Racing, Roland Rehfeld, im Fahrzeug mit der Startnummer 6, zu erkennen an den roten Außenspiegeln. Claudia Hürtgens Schubert BMW Z4 hat durch die Kollision mit dem Dörr McLaren offensichtlich keinen Schaden davon getragen. Hürtgen ist Vierte. Auf Rang 5 Pedro Lamy im McLaren von Gembala Racing. Der Portugiese ist von Startplatz 14 aus ins Rennen gegangen. Eine starke Anfangsphase. Gembala Racing, eine neue Farbe am Ring, aber eine, die sich einprägen will. Der bisherige Saisonverlauf war harzig. Insgesamt 3 Totalschäden am blau lackierten McLaren hat die neu gegründete Mannschaft rund um Teamchef und Fahrer Sascha Berth wegstecken müssen. Dazu kam ein Umzug in andere Werkstatthallen mitten in der laufenden Wettkampfzeit. Es ist schon bemerkenswert, wie es trotz der zahlreichen Nackenschläge und Unwägbarkeiten immer wieder weitergeht. Gembala Tuning ist praktisch eine Tuning-Company.
die lange, jahrelang Porsche-Tuning betrieben haben im hochexklusiven Bereich. Und seit letztem Jahr hat Gemballa in die Company mit aufgenommen das McLaren-Tuning. Und wir haben am Genfer Autosalon zum ersten Mal einen Gemballa McLaren präsentiert. Und so hängt das auch mit dem Rennteam zusammen. Das bedeutet, es war naheliegend, wenn man ein Gemballa-Tuning-Produkt rausbringt, dass man auch ein Rennteam gründet. Und dann haben wir, Steffen Korbach und ich, Gemballa Racing an den Start gebracht. Ja, wir haben angefangen letztes Jahr im Juli. Wir haben uns überlegt, was für ein Auto könnte zu uns passen. Und wie gesagt, da war naheliegend der McLaren. Dann haben wir eine Mannschaft aufgebaut und haben zum Start eine Unterstützung gehabt von dem Peter Zarkowski. Der hat uns praktisch die ganze Infrastruktur aufgebaut. Und seit 2 Monaten jetzt sind wir komplett eigenständig. Aufgeben gibt es nicht. Wir haben einige Niederschläge gehabt. Wir sind hier bei der Einstellfahrt angetreten. Dann ist Klaus Ludwig leider Gottes in der ersten Runde das Auto abhanden gekommen. Wir haben einen Totalschaden wiedergefunden. Dann haben wir mit letzter Kraft das Auto aufgebaut, sind dann beim 24-Stunden-Rennen an den Start gegangen und hatten wieder einen Totalschaden. Somit hat das die Mannschaft extrem beansprucht. Und letzten Endes wollten wir einfach mal ein Resultat haben und mal für die ganze Arbeit belohnt werden. Aber wie gesagt, wir sind dran, das ganze Team steht, wir haben sehr, sehr gute Leute und ich denke, in nächster Zeit wird es dann auch irgendwann mal funktionieren. Wir können nicht Stopp sagen, wir müssen jetzt allen Beteiligten liefern und sind drauf und dran, das gut in den Griff zu kriegen. Finanziell ist das Team gut ausgestattet mit einem Millionenbudget. Es ist ein ehrgeiziges Projekt mit Perspektive. Spitzenplatzierungen sollen zur Tagesordnung werden. Zunächst geht es in diesem 6-Stunden-Rennen auf Rang 5 nach vorne. Lamy überholt den Rowe SLS mit der Startnummer 6 mit Roland Rehfeld am Steuer. Siege hat es in der laufenden Saison der VLN bereits von Porsche, BMW, Mercedes und Audi gegeben. Geht es nach Gemballa Racing, soll McLaren schon bald zu den Siegfahrzeugen gehören. Den Fans wird das Anliegen recht sein. Mehr Vielfalt heißt mehr Spannung in der jetzt schon beliebtesten Rennserie in Deutschland. Die erste Serie von Boxenstops bei den Spitzenteams nach 8 Runden. Jan Seifert und Christopher Hase kommen rein. Christopher Hase übergibt den Phoenix Racing R8 Ultra an Christa Jöns. Der war ein paar Läufe nicht mit dabei, will endlich wieder zeigen, was er kann. Altmeister Frank Bieler bleibt im Reda R8 draußen auf der Strecke und übernimmt damit die Führung, während bei Phoenix der Boxenstopp gewohnt souverän und ruhig abläuft. Ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Der Mercedes, der stoppt etwas kürzer wie wir beim Tanken. Dann ist er von der Pace ein Tick schneller, würde ich mal sagen. Ich sag mal, für uns ist wichtig, einen konstanten Speed zu gehen. Einen konstanten schnellen Speed, würde ich mal sagen, bis zum Ende, um in Schlagdistanz zu bleiben. Im Endeffekt, glaube ich, wird es eng. Das ist der Mercedes, um den es geht. Ex-DTM-Pilot Thomas Jäger hat den Rowe SLS mit der Startnummer 7 übernommen, verlässt die Boxengasse vor dem Phoenix R8 Ultra mit Christa Jöns. Im 5. Lauf haben die Teamkollegen von Thomas Jäger, Jan Seifert aus Querfurt und Alexander Roloff aus Berlin nach 4 Stunden Renndistanz gerade einmal mit einem Vorsprung von 0,338 Sekunden auf den Nadelstreifen-Porsche gewonnen. Das ist die schnellste Frikadelle der Welt in Schleichfahrt. Der Frikadelli Racing Porsche mit Christopher Brück am Steuer. Er hat in der schnellen Linkskurve im Streckenbereich Bergwerk einen Reifenschaden erlitten. Herumschlagende Gummiteile des geplatzten Reifens haben den kompletten Radkasten hinten rechts zerstört. Während Brück und Sabine Schmitz den Cockpitplatz wechseln, wird rechts hinten das Heck des Porsche 997 GT3 R mit Klebeband geflickt. Wichtige Aufhängungsteile sind Gott sei Dank nicht beschädigt. Der erste Boxenstopp des Reda Motorsport Teams, für das Frank Bieler den Start formidabel gefahren ist. Er verlässt das Cockpit, übergibt den R8 LMS an Christian Hohenadel aus Kirschi. Das Ganze in Führung liegt. Ich habe letztes Jahr im TT hier angefangen und habe gesagt, egal was ihr macht, ich würde gerne irgendwie weiterfahren bei euch. Und es hat auch mit dem R8 jetzt halt funktioniert und freut mich sehr. Die Jungs machen einen Top-Job und hätten mal wieder ein gutes Ergebnis verdient, weil wir haben 7 Rennen, 6 Ausfälle.
Und von daher wär's gut, mal was Schönes noch auszufahren. Einmal sind sie ja auch aufs Podium gekommen, auf Rang 3. Durch den Boxenstopp ist die Führung verloren gegangen, aber der Rädermotorsport R8 liegt aussichtsreich im Rennen auf Rang 3 liegend, hinter Christa Jöns im Phoenix R8 Ultra. Viele Konkurrenten haben da bereits Rückschläge durch Reifenschäden und Unfälle hinnehmen müssen und sind zurückgefallen. Richtig rund läuft es dagegen für den Rowe SLS AMG Mercedes, jetzt mit Thomas Jäger am Steuer, dem ehemaligen DTM-Piloten, der in Führung liegt. Bemerkenswert Platz 4 für den Timboli Racing Porsche. Der liegt vor dem zweiten Rowe SLS. Dahinter überholt der Dörr-McLaren mit Rudi Adams in Kurve 1, eingangs der Mercedes Arena, den Schubert BMW. Eine späte Rache für den Dreher in der Anfangsphase, in dem der Dörr-McLaren durch den Schubert BMW gejagt wurde, wenn man so will. So ein 6-Stunden-Rennen dauert eben lange. Da kann wirklich eine ganze Menge passieren. Auch die Mantai-Truppe im Nadelstreifen-Porsche will den frühen Reifenschaden wieder wettmachen. Timo Bernhard gast richtig an, aber er hat Pech. 2011 kostete im 6-Stunden-Rennen ein technischer Defekt in der Schlussphase einen Podiumsplatz und auch diesmal streikt wieder die Technik im Bereich Schwalbenschwanz. Bernhard fährt ganze 3 Runden. Von den Rundenzeiten war man sehr gut dabei. Und dann haben sich Motorprobleme angedeutet. Und dann sicherheitshalber habe ich dann am Schwalbenschwanz Auto abgestellt, dass wir halt keinen Motorschaden bekommen. Probleme plötzlich auch bei Gambala Racing nach bis dahin hervorragendem Rennverlauf. Das Lenkrad wird gewechselt. Die Standzeit ist deutlich länger als geplant. Das ist kein wirklich gutes Signal. Das Auto hat den ersten Stint super funktioniert. Wir waren auf dem Weg nach vorne. Dann bin ich eingestiegen, war glaube ich am Platz 4 und in der dritten Runde hat sich irgendwas an der Hinterradaufhängung gelöst. Das ist das Auto immer beim Einlenken eingetaucht und das war einfach sehr gefährlich und zusätzlich hat das Auto auch nicht mehr geschaltet. Dann sind wir an die Box gekommen, haben 8 Minuten repariert, haben alles festgezogen, haben das Lenkrad gewechselt, dann ging die Schaltung wieder, aber es war wohl ein größerer Schaden hinten links. So an der Aufhängung, deswegen mussten wir jetzt das Auto abstellen. Schade. Völlig ungerührt von allem, in seiner gewohnt ruhigen, umsichtigen Art baut Thomas Jäger im Rowe SLS die Führung in diesem 6-Stunden-Rennen aus. Hier im Streckenbereich Pflanzgarten gut zu sehen, wie er mit freiem Verkehr richtig Gas geben kann. In der Rowe-Box zu Besuch Ex-Skispringer Sven Hannawald, der einen guten Kontakt zu Thomas Jäger hat. Also ich möchte auf jeden Fall mal hier Rennen fahren, bei welcher Serie es ist, ob es VLN ist, ob es mal irgendwann ein 24-Stunden-Rennen ist. Das weiß ich noch nicht. Ich habe mein Ziel, dass ich da einfach mal Rennen fahren möchte. Die Serie hier ist natürlich jetzt gerade im Gegensatz zum 24-Stunden-Rennen erstmal ein bisschen ruhiger, weil natürlich jetzt nicht so viel Druck ist. Also beim 24-Stunden-Rennen sind, glaube ich, nochmal 50 Autos mehr. Und dann geht es auch durch die Nacht. Das ist natürlich nicht so ohne. Wo es dann wann sein wird, das werde ich sehen. Gleich auf Sport 1. Eine Größe des Showbiz zu Besuch bei einem der Größten auf der Nordschleife. Und natürlich die Entscheidung im Kampf um den Tagessieg beim 6-Stunden-Rennen. Beim Saisonhöhepunkt der VLN-Langstreckenmeisterschaft, dem 6-Stunden-Rennen, führt der Rowe Racing SLS souverän mit fast einer Minute Vorsprung. Auf Position 2 schiebt sich Christa Jöns im Audi R8 Ultra von Phoenix Racing, indem er Christian Hohenadel im Audi R8 LMS von Rädermotorsport überholt. Natürlich auf der Döttinger Höhe, wo sonst möchte man meinen. Zwei Audi also hinter dem Mercedes SLS AMG GT3 auf Podiumskurs. Für die Porsche-Meute läuft es nicht ganz so rund. Sabine Schmitz hat die schnellste Frikadelle der Welt von Christopher Brück übernommen, den ein Reifenschaden ausgebremst hatte. Speed B, Tempobiene, wie die Königin am Ring von ihren Fans genannt wird, legt selber Hand an, wann immer es Not tut. Zuletzt beim 6. Lauf der Saison sind in ihrem Porsche ABS und die Traktionskontrolle ausgefallen, während sie gefahren ist, aber von solchen Zwischenfällen lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen.
Du kommst ja vom Film, da braucht man ja auch immer Unmengen von Gaffer-Tape und das hält ganz gut. Wohl die Heckschürze ist natürlich sehr heiß durch die Auspuffanlage gleich dahinter. Wird schwierig, aber mal sehen, ob es hält. Wenn nicht, dann fällt halt noch ein Teil ab, macht nichts. Der Porsche 911 Cup 996 aus der Cup 2-Wertung der drei Norweger Nitroën, Skia und Thorsen. Reifenschaden hinten rechts ausrollen im Breitscheid. Radwechsel ist angesagt. Die Reifen werden hier beim 6-Stunden-Rennen enorm beansprucht. Der Wettbewerb ist hart. Vor allem in der VLN ist er größer als in jeder anderen Rennserie. So viele Hersteller, so viele Unterschiede. Und doch sehen sie irgendwie alle gleich aus. Für welchen Reifen soll man sich also entscheiden? Die Langstreckenmeisterschaft ist die einzigste Möglichkeit, in Deutschland noch im freien Wettbewerb gegen andere Reifenhersteller anzutreten. Das ist mitunter der größte Grund. Und zum anderen steht natürlich hier die Möglichkeit, noch Entwicklungsarbeit mit unseren technischen Partnern durchzuführen und diese Ergebnisse dann auch bei uns in die Straßenentwicklung einfließen zu lassen. Man mache es wie Miracolix. Eine Handvoll Kautschuk, ein wenig Ruß, etwas Silika, Schwefel und Textilkord. Aufkochen, kleben, ziehen. Fertig ist der Zauberreifen. Jeder Hersteller hat sein eigenes Rezept. Vom Kautschuk bis zum kleinen Schwarzen. Sicher ist, ohne Gummi geht nichts. Der Reifen spielt hier so eine extrem große Rolle. Das ist schon Wahnsinn. Er entscheidet über Siege oder Niederlage, über Performance oder Nicht-Performance. Das ist wirklich extrem wichtig. Braucht er auch ab und zu. Ist der Rennreifen noch nicht abgefahren, wird dieser vom sogenannten Pick-up befreit. Das sind Reifen und Gummireste, die auf der Strecke aufgesammelt werden. Danach ist er wieder einsatzbereit. Wie für Mensch und Maschine ist es auf der Nordschleife auch für den Reifen eine extrem hohe Belastung. Die Rennstrecke an sich ist wirklich einmalig. Die Herausforderungen sind natürlich die Vielfältigkeit innerhalb der Strecke, die verschiedensten Kurven, die Menge der Kurven, die es gibt, die Belastung, die so ein Reifen aushalten muss. Und natürlich auch sehr, sehr interessant im Rahmen der VLN, die Anzahl der Fahrzeuge und die Typenvielfalt der Fahrzeuge. Das macht diese Rennserie extrem interessant und auch in Bezug auf das schwarze Gold. Die Nordschleife ist für Reifenhersteller die optimale Spielwiese. Ihre Rezepte schmecken aber nicht immer gleich jedem Fahrer. Sie merken nach wenigen Runden, dass eventuell doch noch eine Zutat gefehlt hat. Ja, das ist teilweise wirklich so, dass schlagartig dann der Grip nicht mehr vorhanden ist. Wie spürt man das? Man merkt natürlich, dass die Balance im Auto nicht mehr ist. Man hat häufig dann mehr Übersteuern oder Untersteuern, je nachdem. Man merkt es auch an der Bremsperformance. Ich kann plötzlich nicht mehr so spät bremsen. Also der gesamte Grip-Level geht nach unten. Der Corner-Speed wird deutlich geringer und man hat immer mehr zu kämpfen mit dem Auto. Und so schlimmer das wird, umso mehr man dann auch pusht als Fahrer, weil man möchte ja nach wie vor die Rundenzeit fahren, umso schlimmer wird das ganze Thema. Und wenn dann das Gummi wirklich sich dem Ende neigt, dann wird es unheimlich schwierig. Dann wird das Auto aus dem Grenzbereich extrem schwer zu fahren. Viele Unfälle bedeuten zahlreiche Trümmerteile auf dem Asphalt, die Reifenschäden vielfach hervorrufen. Aber auch ein leichtfügig falscher Reifendruck kann übel enden. Maxime Martin und Markus Paltala, im Teichmann Race Union Porsche in der Cup-Wertung in Führung liegend, werden durch einen Reifenschaden ausgebremst und nach hinten durchgereicht. Nur eines von zahlreichen Beispielen in diesem Rennen, das zeigt, wie schnell stundenlange hervorragende Arbeit im Gummirauch aufgehen kann. Eine Runde rund um den Ring ist 24,4 Kilometer lang. Je nachdem, wo man einen Reifenschaden erleidet, kann der Weg zurück in die Box in der VLN elendiglich lang werden. Auch Christian Menzel erwischt einen Reifenschaden, wie so viele andere ebenfalls hinten rechts, signifikant für diesen Lauf. Klar in Führung in der Cup-Wertung deshalb Uwe Alsen, Philipp Vlasic und Niklas Kentenich, die ohne Reifenschaden bleiben. Glück gehört zum Können eben dazu, wie dieses Rennen wieder einmal zeigt. Uwe Alsen gehört unbestritten zu den ganz großen Stars der VLN. Ein Mann mit eigener Meinung, nicht immer ganz pflegeleicht, aber mit einem ganz eigenen Humor. Das gilt ohne Frage auch für seinen Stargast in der Box. Mario Barth ist zu Besuch bei Uwe Alsen, zwei Humoristen unter sich. Der war im Olympiastadion und war völlig geflasht und sagt, er würde das ja alles nicht so schaffen, er wäre nur ein kleiner Rennfahrer. Gestern bin ich mit ihm über die Nordschleife geknallt, habe ihm dann auch wirklich gesagt, wenn er das noch einmal sah, verklopp ich ihn. Das ist ja Wahnsinn, was die da machen. Das kann man sich mit einem normalen Straßenfahrzeug nicht vorstellen. Der knallt mit 220 in eine Kurve. Wo du sagst, ja gut, okay, bin jetzt 39 geworden, war eine schöne Zeit, du verabschiedest dich. Und der knallt wirklich, und die Grand Prix-Strecke ist ja kicki.
Wenn der die Nordschleife nimmt, du siehst die Bäume, du siehst dann irgendwelche Fahrbahnen und dann ist der auch nicht alleine auf der Straße, da sind auch noch andere Autos. So ist das auf der Nordschleife. Schubert Motorsport mit einer Speziallackierung mit dem Aufruf "Sag ja zum Ring" angetreten, kann sich selber aber nicht retten. Ein gebrochener Krümmer und ein Folgeschaden an der Elektrik bringen das aus für den BMW Z4 in der zweiten Rennhälfte. Claudia Rüttgen, Anders Buchardt aus Norwegen und Peter Posavac haben einen guten Eindruck hinterlassen. Aufgrund eines technischen Defekts fällt auch der zweite Rover Racing SLS aus mit Michael Zehe, Roland Rehfeld und Mark Bullitt aus den Vereinigten Staaten. Beim Nummer 1 Fahrzeug des Teams läuft es dagegen richtig rund. Die Führung ist deutlich, es gibt keinen Grund, in der Schlussphase noch irgendein Risiko einzugehen. Es muss nicht mehr das letzte Quäntchen Zeit aus jeder Runde rausgequetscht werden, wichtig vor allem bei den zahlreichen Überrundungsmanövern. Kontrolliert Rennen fahren ist angesagt, hört sich einfach an für Profis, ist es aber gar nicht. Oft passiert gerade dabei ein Flüchtigkeitsfehler, wenn die Gedanken anfangen abzuschweifen. Und der kleinste Fehler könnte fatal sein auf dieser einmaligen Rennstrecke, die keine Fehler verzeiht. Frank Bieler, Christian Hohenadel und Thomas Mutsch fahren ein Klasse-Rennen. Die beste Leistung der drei in dieser Saison. Nachdem sie Christopher Hase, Christa Jöns und Luca Ludwig überholen können, steht am Ende Platz 2. Damit stehen sie zum zweiten Mal 2012 in der VLN auf dem Podium. Schnellster Porsche ist der von Timboli Racing auf Platz 4 liegen. Teamintern fahren Marco Seefried, Norbert Siegler und Dennis Busch die besten Rundenzeiten der Saison. Eine tolle Steigerung beim Saisonhöhepunkt der VLN. Ja, der eigene Sint war sehr gut. Bin eigentlich immer der Schnellste gewesen in meinem Sint. Ein paar Sekunden schneller sogar wie vorne. Aber wir waren einfach schon zu weit hinten, also wir sind 3 Minuten von hinten und das können wir natürlich leider nicht mehr aufholen. Der Dürr-McLaren mit der Startnummer 24 landet zum zweiten Mal in dieser Saison in den Top 5. Sehr zur Freude von Teamchef Rainer Dürr. Das Auto wird immer konkurrenzfähiger und sorgt für zunehmende Konkurrenz an der Spitze im Feld. Gut so. Durch die Kupplungsprobleme zu Beginn sind Stippler, Rast und Bazeng zwischenzeitlich auf 127 zurückgefallen. Am Ende kämpfen sie sich auf einen bemerkenswerten 6. Gesamtrang zurück. Der Brüllkäfer-Porsche mit Uwe Ahlsen holt sich diesmal den Sieg in der Cup-Klasse und Gesamtrang 7. Wenn wir übers Ziel sind, freue ich mich. Im Moment sieht es nicht schlecht aus. In der Tat, wir sind immer so Platz 6, Platz 7. Das hängt immer von den Boxenstopps ab. Aber Auto macht einen guten Eindruck. Wir haben eigentlich keine Probleme. Wir haben einmal eine Lambda-Sonde gewechselt. Aber eben beim Boxenstopp haben wir ein bisschen Zeit verloren. Aber war nichts Dramatisches. Und jetzt schauen wir einfach mal. Viermal in bisher 6 Rennen waren Christian Menzel und Wolfgang Kohler die schnellsten in der Cup-Klasse. Reifenschäden haben sie diesmal wiederholt eingebremst. Am Ende steht für Menzel und Kohler sowie dem Münchner Dominik Schwager, der mit dabei war, Rang 3 in der Cup-Wertung. Als ich eingestiegen bin, haben wir eigentlich Meter gut gemacht auf dem Uwe sein Auto. Und das ging eigentlich ganz gut. Und dann kam aber schon der erste Reifenschaden, dann der zweite Reifenschaden. Am Ende hin hatte ich nochmal ein ungutes Gefühl, sind wir nochmal reingekommen. Da war aber Gott sei Dank alles in Ordnung. Aber ich hatte keine Lust, nochmal in der Form was zu erleben. Aber ich habe mir sagen lassen, es wären heute ganz, ganz viele Reifenschäden gewesen. Ja, es gibt so Tage, ne? Da ist es halt so. Michael Zehe, Jan Seifert und Thomas Jäger sehnen das Ende des Rennens herbei. 6 Stunden eine wahre Nervenschlacht, sondern das Gleichen. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen in der Schlussphase. Am Ende gibt es den souveränen Start-Zielsieg für Rover Racing. Mit einer zurückgelegten Distanz von 42 Runden stellen die Sieger den aktuellen Distanzrekord beim 6-Stunden-Rennen ein, der 2010 erzielt wurde. Das Rover-Trio war allerdings diesmal um knapp 5,5 Minuten schneller als ihre Vorgänger. Es ist das schnellste 6-Stunden-Rennen aller Zeiten. Die letzten Kilometer waren super aufregend. Es fing noch mal an zu niesen und wenn man auf Slicks unterwegs ist, kann das echt schwierig werden. Aber gut, ich habe gute Instruktionen von der Box bekommen und konnte es dann nach Hause fahren. War nicht einfach, aber ja, wir haben es geschafft und haben gewonnen. Wir haben auch einen super Start gefahren, Thomas einen super Mittelstint und ich halt ein gutes Ende. Und jetzt haben wir gewonnen, super einfach. 98 Fahrzeuge kommen am Ende ins Ziel, 59 sind ausgeschieden. Eine Ausfallquote von 37,6%. 6-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife sind keine Kindergeburtstage. Und ja,
War natürlich zum Schluss waren die Abstände etwas größer, aber bis zur Mitte hin, ich sag mal, bis Stunde vor Schluss war es doch relativ eng. Und mir hat es natürlich schon Spaß gemacht. Auch mal war die Nummer 5 vor mit den drei Kollegen von Phoenix, mal waren wir vorne, also war schon schön. Platz 3 ist ein super Ergebnis für uns und insgesamt können wir, glaube ich, zufrieden sein. Der Mercedes war nicht zu schlagen heute, viel zu schnell, aber okay. Beim nächsten Mal greifen wir wieder an. Champagne! Das 6-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, ein echtes Highlight der VLN-Langstreckenmeisterschaftssaison. 3 Läufe stehen noch aus in diesem Jahr und auch da dürfen wir uns auf ein paar motorsportliche Feuerwerke freuen. Die VLN rockt gewaltig. Das war's also vom 7. Lauf der VLN in der Saison 2012. Ein turbulentes Rennen über die 6 Stunden. Und in 3 Wochen sind wir dann wieder da, nämlich bei der 44. Auflage des ADAC Barbarossa-Preis. Bis in 3 Wochen. Ciao und Servus.